glaube, da mache ich den Rest dann allein. Wenn du halt immer hin und her fährst, ja. Ja. Oder ob dir dann irgendwo mit dem Ladewagen entgegenkommt. Hast du ihm schon geschickt oder was? Ja, er sollte Schaden sammeln. Das Feld ist ja schon. Ja. Bei dem Endfeld habe ich jetzt Fruchtvernichtung urviel gemacht. Ich dachte, da kann man noch durchfahren. Deswegen. Ich sollte mir echt angewöhnen, Wege zu nehmen. Das habe ich dabei abgestellt, weil der ist nicht gescheit gefahren mehr. Also geht's nicht. Okay, dann mach ich. Was? Ich habe es jetzt noch nicht eingestellt, aber er hat übere Probleme auf dem Feld anscheinend. Jetzt sollte er keine Probleme mehr haben. Er soll dieselbe Route fahren, wie als würde er Ballen pressen. Nein, ich rede jetzt von dem. Ach so. Von der Seemaschine. Der Haberer kommt. Ja, super. Ich blockiere ihn halt gerade noch. Allein. Hm? Halte ich das auch ab? Was denn? Gasproduktion. Theoretisch könnte man ja mit dem Kleinen auch schicken dann. Ja, aber der Vater halt. Ja, stimmt. Das Geld verkosten halt auch. Naja, das steht sich dann nicht dafür, das stimmt. Boah, das tut weh, das fällt. Lernen wir aus der Situation.
immer Wege benutzen. Bing, bingo. Sie ist halt von meinen Helferkosten ab. Bringe mal das Gras. Bitte? Bringe mal das Gras noch. Gut, das Gras hat er eh schon hinbracht, oder was meinst du? Ach so, zu die Safe. Super, aber dann können wir das Gras auch so zwischen abführen. Also für den Ball. Aber mit was fahrst du jetzt? Wir haben der eine steht doch da jetzt. Oder hast du das jetzt nur getestet und der macht das nicht stetig? Der Grassammler steht doch da jetzt. Macht nichts, oder was? Also warte mal, ist das? Ist das der? Warte mal. Okay, der ist jetzt irgendwie ganz komisch gekommen. Der ist nicht über die Straße. Oder biegt er jetzt ab? Okay, der eine Traktor war im Weg. Lava. Der gelbe Traktor, Lava. der schon ewig dort gestanden ist. Ist ja auch ewig noch keiner abliefern gefahren. Ich wusste nicht, wie ich den Weg sonst zurück. Ich habe einfach nur den Bogen gemacht. Ja, passt. Das ist ja gut zu wissen, weil dann darf da wirklich nicht stehen dort. Man schaut, dass man das Gras nicht so einfüllen kann wie also in einem normalen. In einem normalen. Na? No? Alter. Ich hab nix gesoffen heute, Alter. An dem liegt's, dass mir das nicht einfällt. So einen normalen Waggon halt, so einen. Was du meinst. Normaler Waggon. Anhänger. Das? Dass da mehr reingehen wird. Du könntest auch einen größeren Ladewagen kommen. Mehr reingehen. Wir haben doch eh schon einen großen eigentlich. Aber viel mehr geht in die Anhänger auch nicht rein.
Gut, ich komme gleich. Jupp. Oh. So. Hast du jetzt noch einen Stahl im Bad? Ah ja.
Der fährt sehr langsam den Weg, gefühlsmäßig. Oder steht der jetzt? Ah, fahr ich jetzt. Na, sehr, was da rinnt, das gehört da hin. Okay. Ich mache jetzt kurz einen Verkaufsstopp, dass ich das eine noch fertig ansehe, bevor es 0 Uhr ist. Du kannst ja jeder meinen Helfer schicken lassen. Über Curseplay? Was? Nein, nicht Curseplay. Würde ich mir jetzt drei Anhänger anklingt, ich weiß nicht, ob er das checkt dann. Eins, nein. Strategie Alt 1. Nein. Nicht wenig. Null. Aus, das wenn's finster ist. Ihr Hostess, irgendwas haut mit der Einstellung nicht hin. Warum? Weil er mir jetzt nicht Curseplay ausschalten lässt und
und das Autodrive nicht gescheit an. Alter. Nein, gut, dann verkaufe ich halt alleine weiter. Aber ich frage mich, wenn man düngen immer kann, ja, muss man es ja trotzdem in der ersten Stufe machen, sonst kann man es ja dann nicht mehr machen. Hier kannst du es so auch machen. Ja, da tust du ja Feld vernichten. Mit Pflegebereifung nicht. Ah. Aber ja, sonst würdest du es ja auch zerstören. Das heißt, wenn er die Düngermaschine drauf hat, erkennt er, dass er eine Pflegebereifung drauf hat? Nein, du musst da nicht drauf machen. Erkennen du das nicht? Das heißt, da geht man zum Händler und kauft eine quasi dazu, oder wie? Für die Reifen? Ja, genau. Hast du Ah. hier drauf. Aber das ist das, zum Beispiel in echt siehst du das auch, wer düngt. Also ich habe das schon mal, müsstest du mal im Sommer, also kurz vor Ernte, Phase, siehst du in den Feldern auch diese Wege rein. Diese Bahnen. Sind sie quasi auch düngen gefahren. Okay. Aber ich kann da mal weiter verkaufen. Muss jetzt warten, bis hell wird. Der Leib, der Raupe vor der Verkauf. Ja, damit es eingesetzt wird. Voll 10 oder ist Arbeitsvieh? Die Zart ist halt schneller, die drei. Anhänger, sag ich mal. Aber das Zusammenspiel Autodrive und Curse Blades muss ich mir nochmal anschauen. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht und ich weiß nicht wieso. Das konnte da halt auch nicht sein.
Das mit der Pflegeprüfung ist aber nur im Spiel so, weil in echt würdest du es trotzdem zusammenhauen, das Feld. Denke ich Was? mal. Was? Aber du machst halt weniger kaputt natürlich, weil du die Grafen hast. Das heißt, da muss man dann jedes Mal beim Händler umreifen, quasi. Dann kannst du eine lassen, dem du soll düngen dann immer. Stimmt. So, das ist mal fertig. Da warte ich jetzt aber am besten bis 0 Uhr mit den nächsten Feldern. Weil das geht ja nicht aus. Oh, da gibt es jetzt. Wow. Bist du deppert, oder? Mit dem gelben Traktor, den hat es mir jetzt aufs Dach gelegt, oder? Weil ich es kann. So, das heißt, nach 0 Uhr könnte man da schon striegeln. Ja, dann ist das erste Wachstumsding erreicht. Da wäre mich fast rammt. Na, oder? Upsi. Macht der Raupe Platz erst. Respekt zeigt. Aber ich bin gespannt, ob ich die zahlen kann, Alter.
Das Düngen hat aber keine Auswirkung auf die Wachstumsstufen, oder? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel anfange zum Düngen ein Feld. Dass ich das quasi machen kann. Über die Nacht quasi. Aber wie meinst du, keinen Einfluss auf die Wachstumsstufe? Verstehen. Wenn ich